Hallo, hallo, meine Damen und Herren. Es ist Samstag, 30.01.16.07 Uhr. Ich habe ein bisschen Zeit. Und wir spielen weiter mit der PlayStation. Pandemonium haben wir letztens angefangen. Pandemonium machen wir jetzt auch weiter. Ich zack noch die Webcam an und Passwort. So, ich muss nicht ganz so, darf nicht ganz so laut, weil die Frau eben ein Schläfchen macht. So, ich glaube so war's, ne? So ungefähr. So, Passwort. Aga. Entweder I oder L, J, C. Das wird jetzt schwierig, das kann ich gar nicht richtig erkennen hier. Wie weit ich war, Level 8 oder 9? Oh, war richtig! Sehr gut. So, Stift vorbereiten, Licht ein bisschen anmachen. Ah, Spider Forest, Level 9. Wie gesagt, es gibt knapp 20 mit 3 Bossen. Und dann haben wir knapp die Hälfte ja schon geschafft. Kurz gucken, wie es geht. Uah. Geht gleich wieder gut los hier. Oh, da ist es. Bärenfalle quasi. Aber sieht auch nett aus hier. Schön durch so einen Wald durch. Ach, das ist wieder so eine Schleimspur von den Spindeln, der Schnecken. Ja, ich habe viele neue coole Spiele besorgt. Ja, ich habe jetzt Crash Bandicoot 1 bis 3 komplett. Ich habe gestern PlayStation Stuff eingekauft für 80 Euro. Darunter eine PS1 in OVP, eine normale PlayStation 1, ungefähr 10 Controller und ein Riesenhaufen Spiele. Unter anderem Crash Bandicoot 1 und 3. Crash Bandicoot 1 ist im guten Zustand schon mindestens 40 Euro. Und der dritte Teil, so um die 15, 20, 25, das ist nicht ganz so doll vom Preis. Ja, dann war da viermal Metal Gear Solid dabei und die Metal Gear Solid Special Mission. Oh, ein Spinnennetz. Ach, das ist ein Trampolin. Gefällt mir, also cool gemacht so der Level, ne? So schön mit so Baumhaus, also so weit halt, ne? Ja, da waren eine Menge cooler Games dabei, also so eine Handvoll, also das waren, warte mal, ich habe doch irgendwo Bilder davon, habe ich doch meinem Bruder geschickt. Habe ich gestern, was ich da gestern eingesackt habe. Nein, das war es nicht, das war es auch nicht. So. Die drei Stapel Spiele, die PlayStation und die hier. Ne, der Großteil davon wird wieder weiterverkauft. Ein Teil ist Schrott, den kann ich auf dem Flohmarkt irgendwie da für einen Euro oder so. Und ein Teil ist halt in meine Sammlung übergegangen, wie zum Beispiel hier Crash Bandicoot 1. Supergeil. Den ganzen Haufen. Also das alles, die ganzen Spiele, die PlayStation und die One, also die PlayStation One. Und noch den Haufen Controller hier. Moment. Hier. Noch ein Haufen Controller. Hier fast alles analog. Aber zwei, drei hier. Diese, die DualShocks. Alles für 80 Euro. Oh, wunderbar. Wunderbar. Ah. Ach, der wächst wieder nach der Stachel. Oh. Fliegt das Ding da einfach hin und her. So, ich habe eigentlich auch fast schon überlegt, ob wir vielleicht
aus Pandemonium 1 gleich direkt in den zweiten springen, weil mich das ja tierisch annervt zwischendurch hier. Aber wir ziehen jetzt, ich zieh durch jetzt. Ach, das darauf kann man nicht springen. So. Das bisschen ist ja recht gechillt, das muss man ja sagen. Nein, ich wollte doch noch gar nicht. Ja, das heißt recht gechillt, ich bin doch nicht mal wahr. Halbwegs durch das Level und hab kein letztes Leben hier. Yeah. So, was will der Kampfzwerg denn? Oh. Ja, okay, ich muss geht jetzt los. Hab heute auch nicht ganz einen guten Tag. Hab heute, ich musste heute auch wieder arbeiten und da habe ich ich hab vergessen heute Morgen meine Pillen zu nehmen. Da ich aber nur bis 12 arbeite, habe ich mir gedacht, ja, die paar Stunden hältst du auch so durch. Weil ich habe ja da so meine Psychopillen muss ich nehmen, sonst geht es mir nicht so gut. Also nicht, dass ich dann durchdrehe, aber ich habe dann halt so eine Ausfallerscheinung. Ich muss das Zeug nehmen. Oh, da war ich ein bisschen schwindelig und so. Da fühlte ich mich ein bisschen schlecht, habe ich das Zeug erst nach Arbeit um 12 genommen, statt morgens um 7. Ah, oh, es ging. Da habe ich mich aber erstmal hingelegt, jetzt eine Stunde und so. Jetzt ist. Lass mal so. Ach, da drüben ist auch was. Gleich mal die kurze Aufnahme anhalten, weil ich dem Kampfzwerg was zeigen muss. So, einen Moment. Wir können ja die Aufnahme anhalten für einen Moment. Lokale Aufnahme pausieren, ich spüre sofort weiter. So, weiter geht's. Falsches. Musste gerade noch mal in einem anderen Spiel was gucken. Oh, was ist das denn? Die Dinger wachsen ja nach, ne? Diese komischen. Ja, wir hatten eh volle Energie, da war es ja nicht so wichtig. Runter. Oh Gott, das ist wieder sehr. Oh. Okay, ja, wir lassen das mal. Hauptsache erstmal durchkommen. Thank you.
Musik ist auf jeden Fall sehr freundlich. Bällchen da! Ein grünes Mal. Ach, das ist so ein Schutzschild wieder, ne? Ach, das ist der Schrumpfstrahl! Ja, dann ist ja alles klar. Ich dachte, was da allen. Marsmännchenkanone. Jetzt habe ich das Schutzschild. Ja, Amy jammert jetzt rum, aber sie kriegt nichts. Sie hat Leckerli, sie hat Fressen, sie war draußen. Das ist alles gut. Kann sie heulen, wie sie will. Wie gesagt, wir lassen halt auch sehr viel hier liegen. Mir geht es hauptsächlich erstmal nur ums Durchspielen. Oh Gott, oh Gott. Ja, bei 300 gibt es ein Leben. Wir könnten vielleicht sogar locker hier noch ein Leben schaffen. Haben wir schon 250. Oh! Ja, okay, das Leben kriegen wir jetzt. Jetzt kriegen wir das Leben. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht mehr so viele sammeln, weil wir es vielleicht nochmal dran zusammenkriegen. Das schaffen wir in dem einen Leben nicht mehr. Sind ja zwei, aber trotzdem 300 ist sehr unrealistic. Das Level gefällt mir aber gut. Oh. Jetzt haben wir noch Baumstämme lang. Oh nein! Oh, wieder von hier, verdammt! Oh, jetzt, komm.
Oh. Gut. Mist. Gut, dass diese Äste-Dinger, die ich dachte, die Spitzen, die würde, wenn ich da an der Spitze am Rand gehen kommen würde, würde mir das auch Energie abziehen. Aber zumindest ist das so. Das ist ja alles easy, alles cool. Scheiße. Oh, hier ist Speedrun. Klappt ja wieder! Ich finde alles cool. Durchrushen, Alter. Super schnell hier hingekommen. Im letzten Leben. Oh, das ist doch lächerlich. Ich hatte noch zwei, hab ich doch. Verdammt. So, aber Speedrun, ja, das Level hier, das kann ich so gut, Alter. Das könnte ich hier gleich am Wettkampf stehen.
2 Leben hier, volle Energie. Dieses Special gehabt von ihm, ich weiß gar nicht, was das ist. Oh ja! Aber immerhin hier mit 2 Leben, das kann ja nicht mehr so lange dauern hier. Schirm, dass der da ist. Ich dachte, hier kommen wir weiter. Okay, jetzt hängen wir also hier an der Baumstammstelle. Think I spider. Eichhörnchen! Hätte ich mich da ducken können? Ja, ich hätte mich in dieser Senke da ducken können, okay. Hier kommt keiner mehr, ne? Bitte noch ein Leben, Alter. Habe übrigens den neuen Monitor und auf dem flackert und flimmert das Bild gar nicht mehr so. Yeah!
Maul halten, Amy, gibt nix. So, A, G, I, A, A, I, J, E. Maul halten, hab ich gesagt. Du hast Fressen gekriegt, Leckerli gekriegt, warm ist es, neuen Kratzball-Dingens. Ja, reicht aber natürlich nicht. So, wir machen jetzt noch Level 10. Kanubi Village. Und dann spiele ich was anderes. Oder mach was anderes. Oh. That was nicht so gut. Set auch nicht. Oh, sind aber die 280 Dinger weg. Ach so. Ja, ja, du bist schuld mit deinem Gequake hier. Ja. Genau, die verstehen mich. Na toll, nur um am Ende dann dein Herz zu kriegen. Das ist doch total abgewichst. Das ist hier mit, ich, ja, warte mal hier, so. Ja, man konnte eventuell kurzzeitig hier, naja, man sieht ja nichts. Ja, ich habe... Ja, ja, das T-Shirt geht ja über den Hintern rüber weg. Und dann klappt der Fußboden auf. Was ist das denn da? Ja, die Frau hat ja gerade ein Schläfchen gemacht und ist hier gerade nur im T-Shirt lang geschlottert. Gut. Natürlich will sie nicht raus. Ich wette, dass ich es noch schaffe, das Level. Ach ja. Aha. Das wusste ich nämlich. Wie geil. Weiß nicht, wie eine Schildkröte. So ist das hier. Aber du kriegst dann auch am Ende, wo du dann wahrscheinlich eh getroffen wirst, wenn du dann noch richtig drauf landest, dann kriegst du ein Herz. Was macht denn das für einen Sinn an dieser Stage of the Game, Alter, ein Dings zu kriegen?
trotzdem versuchen wir es nochmal. Scheiße, schon wieder nicht geklappt. Und jetzt können wir das Herz ja gebrauchen. Das geht nochmal. Ach so. Easy. Och nein, leicht. Aber war gut, ja, habe ich gut gemacht. Dieses Spiel ist, das, bis man das durch hat, das dauert ja Jahre. In diese Gondel. Egal. Wahrscheinlich fährt ja eine nur runter. Ist alles doof. Oh, das ist doch... Mann! Ja! Oh, ich raste gleich aus. Der war vorher aber nie da. Thank you.
Ha! Was für eine Abgefangte. Bitte noch ein Leben zu lang kriegen. Da ist ein Herz. Der G-Server auch nach oben, Alter. Hat sie genau gesehen, dass der nicht geradeaus, sondern nach da oben geschossen hat. Da, der Schweineschnauze voll. Mann, naja, Alter. Hält ja kein Schwein aus.